Dann starten wir. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den HSV am kommenden Samstag um 13 Uhr. Wir freuen uns auf ein volles Eintrittsstadion. Das Spiel ist ausverkauft. Tageskassen haben entsprechend nicht mehr geöffnet. Daniel, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Wir steigen mal ein und lenken den Blick gleich mal aufs Personal. Sag gerne mal was zu Robert, der heute das erste Mal im Mannschaftstraining auf dem Platz stand. Und sonst, ob es was Neues gibt. Ja, ich kann mich relativ kurz fassen. Wir haben heute alle Spieler auf dem Platz gehabt. Haben unter der Woche auch keine Probleme bei all denen, die sowieso fit waren, gehabt. Haben hier und da sicherlich so in der Woche mal ein bisschen was gesteuert von der Belastung. Gerade bei den Spielern, die zuletzt sehr, sehr viel gespielt haben. Und Robert hat seitdem wir dieses Return-to-Play-Protokoll durchlaufen mit ihm auch keinerlei Rückschlag gehabt, hat heute das komplette Training mitmachen können und stand heute zur Verfügung, wie gerade angesprochen, auch alle anderen. Bekannt ist auch, dass du den Gästetrainer sehr gut kennst. Ihr hattet eine gemeinsame Zeit beim SC Paderborn. Ja. Auf welchen HSV stellst du deine Jungs ein? Ja, ich stelle mich auf den HSV ein, der anders spielen wird, als er im Moment betrachtet wird. Das ist mir aus der Ferne sehr negativ aktuell, was es da an Berichterstattung gibt. Zum Teil natürlich in Steffens Richtung, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil eins ist auch klar, er ist kein Hexer, sondern Fußballtrainer, und Fußballtrainer benötigen Zeit, gerade wenn sie innerhalb einer Saison dann auch zu einem Verein dazustoßen. Und da muss man sagen, natürlich stehen sie nicht dort, wo sie stehen wollen, sind sicherlich dann auch aktuell eher weiter davon entfernt, direkt aufzusteigen. Es geht für sie aber trotzdem um den Relegationsplatz. Und wenn man sich die Spiele dann auch unter Steffen anguckt, dann sind sie relativ gut gestartet mit dem ersten Spiel gegen Elversberg, verlieren dann eine Partie, die sie niemals verlieren dürfen, von der Leistung her gegen Osnabrück in der 90. Minute. Klar, Düsseldorf kannst du verlieren, aber auch eine relativ frühe rote Karte. Sie gewinnen zu Hause gegen Wiesbaden. Ja, in Fürth, ich glaube, viermal so viele Torabschlüsse wie der Gegner. Dreimal oder doppelt so viele Ecken wie der Gegner. 1-1. Kein Mensch weiß nachher warum. Dann zu Hause Lautern geschlagen. In Magdeburg auch da wieder zurückgekommen. Und jetzt gegen Kiel können sie auch einen Punkt holen. Also ich betrachte das ein bisschen anders als dann, glaube ich, viele drumherum, und bereite meine Mannschaft auf einen Top-Gegner vor, der viel Qualität hat und natürlich mit aller Macht darum kämpfen wird, noch Anschluss an diese ersten drei Plätze zu halten. Vielen Dank, Daniel, für deine einleitenden Sätze. Dann öffne ich die Fragerunde. Tobi Feuerhahn, Braunschweiger Zeitung, bitte. Moin. Du hast gerade schon gesagt, Robert ist wieder da. Wie groß ist denn die Chance, dass vielleicht trotzdem Jannis wieder in der Dreierkette beginnt nach seinen Leistungen zuletzt? Ja, es ist eine nicht einfache Entscheidung. Robert hat es vorher sehr, sehr gut gemacht. Die drei haben sehr gut harmoniert in dieser Konstellation. Das haben wir ja auch immer wieder betont und gesehen, wenn sie dann mal auseinandergerissen wurden. Trotzdem haben wir jetzt sehr stabil gespielt, auch mit Jannis Nicolaou und dann in der Dreierlinie. Also ist beides eine Option. Beides ist möglich. Final durch mit meinen Gedanken bin ich wie immer am Donnerstag noch nicht. Werde morgen dann auch mit beiden sprechen und dann mich auch festlegen. Fakt ist aber auch, egal wie wir dort hinten spielen, Bauchschmerzen werde ich nicht haben. Die Hamburger müssen im Grunde gewinnen, wenn sie noch eine Chance haben wollen auf den Relegationsplatz. Kommt euch das vielleicht mit eurem spielerischen Ansatz vielleicht sogar ein Stück weit entgegen, bei einer Mannschaft, die dann wirklich voll auf Sieg spielen muss? Ja, das ist eine ähnliche Frage wie vor Osnabrück. Die mussten auch. Da ist es uns sicherlich ein bisschen entgegengekommen, weil wir dann natürlich auch ein frühes Tor gemacht haben und dadurch der Gegner noch mal mehr aufmachen musste. Wir sehr, sehr zielstrebig und gut kontern konnten, wenn man sich dann die beiden oder das 2-0 und das 3-0 anguckt. Ich glaube, viel besser kann man es dann auch nicht spielen. Und das ist wieder eine hypothetische Frage. Kommt sicherlich auf den Verlauf des Spiels, auf die Startphase an. Ich glaube schon, dass es in dem Spiel irgendwann eine Rolle spielen kann, dass Hamburg vielleicht dann auch wirklich muss. Weil sie müssen, rechne ich aber mit einer sehr motivierten und auch dementsprechend eingestellten Mannschaft, die ja von der ersten Minute an zeigen wird, dass sie Spiele gewinnen will.
Luca hat gerade dein Verhältnis zum Hamburger Coach schon angesprochen. Habt ihr Kontakt vor so einem Spiel oder ist da Funkstille? Nein. Ich glaube, man hat nie vor einem Spiel Kontakt. Ob man sich sehr, sehr gut kennt, wie Steffen und ich, oder weniger gut kennt und trotzdem zwischendurch mal Kontakt hat. Jeder ist auf sein Team fokussiert. Jeder hat ein klares Ziel mit seinem Team, mit seinem Verein, mit seiner Mannschaft. Bei uns geht es um sehr, sehr viel. Bei ihnen geht es um sehr, sehr viel noch. Da ist es auch, glaube ich, verständlich, dass man dann jetzt nicht unbedingt noch telefoniert oder sich per WhatsApp austauscht. Aber ist es denn ein Vorteil für dich, dass du ihn gut kennst oder umgekehrt? Oh, ich glaube, beides ist nicht oder kann ein Vorteil sein. Natürlich weiß ich, wie Steffen denkt. Ich weiß, wie er von seinen Prinzipien natürlich er spielen lassen will, weil wir es ja natürlich über 4,5 Jahre irgendwie in Paderborn zusammen entwickelt haben, so geboren haben, kann man ja fast schon sagen. Das war ja damals wie so ein Kickstart in so eine relativ interessante und coole Phase dann rein bis in die Bundesliga. Man sieht natürlich noch Dinge, die wir damals auch zusammen haben spielen lassen, die inhaltlich klar erkennbar sind. Trotzdem hat auch ein bisschen was verändert. Gerade so im Ballbesitz ist es dann schon eine situativ oder oft dann auch eine andere Struktur, eine 3-2-2-3 Struktur, ja, kennt man natürlich auch so mittlerweile, spielen viele Mannschaften. Wir haben es natürlich dann auch unter der Woche im Video klar und deutlich angesprochen, wo Stärken und dann auch mögliche Schwächen oder Ansätze für uns liegen. Und ich glaube, dass bei aller Qualität des Gegners und diesen Schwenker, ihr kennt mich mittlerweile, den versuche ich ja dann oft auch reinzukriegen, dann trotzdem wichtig ist, dass wir unsere Ideen, unsere Stärken auch in den Vordergrund setzen und auch wissen, dass wir jeder Mannschaft in der Liga mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, gerade hier zu Hause, sehr, sehr wehtun können, wenn wir es intensiv, zielstrebig und gut machen, wenn wir in den Umschaltphasen einfach sehr, sehr klar und zielorientiert spielen, dann glaube ich, können wir jeder Mannschaft, auch dem HSV, wehtun. Das hat man auch im Hinspiel gesehen. Nur wir dürfen den Fehler aus dem Hinspiel nicht machen und erst anfangen, in der zweiten Halbzeit mit an diesem Fußballspiel teilzunehmen, sondern wir müssen von der ersten Minute da sein und mutig auftreten. Danke, Tobi. Dann Lars Rücker, bitte. Hi, Daniel. Im Hinspiel hat die Fußspitze von Fabio Kaufmann dann am Ende verhindert, dass ihr den Punkt mitgenommen habt. Ihr habt aber, wie du schon sagtest, eine gute zweite Halbzeit gespielt. Wenn du an damals zurückdenkst, es war dein zweites Spiel, ist deine Mannschaft jetzt erwachsener, reifer, abgeklärter geworden mit der Zeit? Absolut. Wir haben uns entwickelt in vielen Bereichen und wir sind definitiv reifer, klarer und auch defensiv deutlich stabiler geworden. Wir haben die wenigsten Gegentore in der Rückserie in dieser gesamten Liga bekommen. Wir spielen auch insgesamt über 90 Minuten, glaube ich, dann schon konstanter und stabiler als noch in dieser Phase. Aber wir haben, wie gesagt, gesehen, und das habe ich den Jungs auch gesagt, wie wichtig dann der Mut auch in so einem Spiel ist. Wenn du Fußball spielst, musst du bereit dafür sein, darfst nicht zögerlich sein, darfst nicht dich auch verstecken, wenn du den Ball hast, darfst nicht diese 50-50-Duelle, auf die es auch ankommen wird, diese direkten Zweikämpfe, die darfst du natürlich dann auch nicht in entscheidenden Positionen, in entscheidenden Räumen auf dem Feld verlieren. Und wir haben dort damals eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Ich denke, wir hatten uns auch dann den Punkt, der ja dann auch leider nicht dabei rausgekommen ist, auch absolut verdient. Und das Ziel ist natürlich klar, reifer und auch ein bisschen besser zu spielen am Samstag, aber auch zu punkten. Wir wollen nach Möglichkeit alle 3 Punkte hier behalten. Wir wollen einen Schritt gehen auf dem Weg zu diesem Endziel. Dafür brauchen wir eine gute Leistung. Du hast schon angesprochen, du hast die volle Kapelle auf dem Trainingsplatz. Bist du jetzt noch mehr als Moderator auch gefragt? In dieser Phase gibt es mehr Einzelgespräche, um den einen oder anderen vielleicht auch mal abzuholen, warum er jetzt trotz einer guten Trainingswoche nicht dabei ist? Ja, natürlich, wenn du 25 Feldspieler auf dem Platz hast, dann musst du sicherlich mehr Gespräche führen, als wenn du 20 auf dem Platz hättest. Das ist klar bei der Quantität der Spieler. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Jungs ihre Rolle kennen, dass Türen offen sein können. Ja, das hat man jetzt zum Beispiel auch am Beispiel
Maurice Multaub gesehen, der lange weg war, raus war, nicht im Kader war, sich durch sehr vernünftige Trainingsleistungen auch wieder einen Platz im Kader erspielt hat, in dieses Spiel reinkommt in Osnabrück und dann natürlich auch ein, zwei Tore machen kann, wenn nicht sogar machen muss und dadurch seine individuelle Position auch nochmal gestärkt hätte. Das Rollendefinition ist klar, jeder weiß bei mir, woran er ist. Und ich erwarte, dass er diese Rolle dann auch ausfüllt und seinen Beitrag, seinen Input auch auf die Mannschaft dann gibt, weil ich habe das immer betont, es entscheiden nicht nur die Elf, die spielen, wo wir eine sehr konstante Startformation so in den letzten Wochen und Monaten noch hatten, nicht die, die spielen, dass wir in der Liga bleiben, sondern wir als Mannschaft, wir als Team und wir als Verein. Bei anderen Teams ist es durchaus dazu gekommen, dass dann wichtige Spieler auf den letzten Metern ausgefallen sind oder angeschlagen sind. Ich entnehme deiner Antwort dann, dass du dich sehr darüber freust, dass dann auch auf diesen letzten Metern der Konkurrenzkampf tobt. Trainer ist immer froh, wenn er alle Spieler zur Verfügung hat, weil er dann natürlich aus dem Vollen schöpfen kann, weil er verschiedene Optionen hat. Auf jeder Position gibt es mehrere Möglichkeiten und spricht ja dann auch für uns, dass wir sehr, sehr wenig Verletzte auch seit November haben. Klar war nach dem Trainerwechsel dann auch mal am Anfang die eine oder andere muskuläre Geschichte irgendwo dabei. Aber grundsätzlich sind wir ja dann auch sehr konstant mit sehr vielen Spielern auf dem Platz, was dann auch für die Trainingsbelastungssteuerung etc. spricht und mir dann einfach auch, wie gesagt, es ermöglicht, viele Möglichkeiten zu haben, aber auch harte Entscheidungen zu treffen zu müssen, die dazugehören. In Osnabrück hat Rayon einen besonderen Jubler ausgepackt. Wir konnten uns schon so denken, in welche Richtung das geht. Kannst du nochmal final Aufschluss darüber geben? Ich glaube, es ist seine Aufgabe, dann irgendwas zu kommunizieren. Ich glaube, dass der Jubel klar war, in welche Richtung es geht. Und ich habe mit ihm danach auch drüber gesprochen. Und jeder kann dann von außen was sich überlegen, was es zu bedeuten hat. Und wenn er da was zu vermelden hat, dann haben die Jungs ja mittlerweile auch, glaube ich, alle Kanäle, über die sie das dann auch machen können, aber das ist seine Entscheidung. Danke, Lars. Wir haben eine digitale Nachfrage von Herrn Omar Ali. Ja, guten Tag, Herr Scherning. Hallo. Eine kurze Frage zu Sidi Sané. Seit dem 8. März gegen Rostock stand er nicht mehr im Kader. Was fehlt ihm aktuell, um wieder Einsatzzeiten zu bekommen? Ach, was fehlt ihm? Eine andere Entscheidung des Trainers. Ich entscheide mich aktuell für andere Spieler. Es ist dann natürlich auch immer, wenn du so einen Kader besetzt und jeder, der Trainer mal war oder sich damit beschäftigt, der weiß ja auch, dass du da nicht 8 Offensivspieler auf der Bank haben kannst, sondern du musst natürlich auch alles dann irgendwo berücksichtigen, was im Laufe eines Spiels passieren kann, verschiedene Positionen oder Positionsgruppen dann absichern. Bei CD ist es einfach so, dass ich mich aktuell für Youssef Amin entscheide. Das sind beides 1-gegen-1 Spieler, die sich ein Stück weit ähneln, aber trotzdem natürlich allein schon von ihrer Körpergröße und von ihrer Statur schon sich auch ein bisschen unterscheiden. Und da geht es aktuell auch drum, diesen einen Kaderplatz, der dann vielleicht auf beide auch fällt, zu besetzen. Und da hat Jussi einfach im Moment ein kleines bisschen die Nase vorn und kann sich auch wieder verändern. Aktuell ist es so. Vielen Dank, Herr Ali. Dann DPA, Frau Knorr, bitte. Ja, hallo, Herr Scherning, ich grüße Sie. Sie hatten ja schon die Vergangenheit zu Steffen Baumgart wurde ja schon angesprochen. Wie ist denn das Verhältnis sonst zu Steffen Baumgart und Ihnen, wenn jetzt kein Spiel direkt ansteht? Haben Sie sonst Kontakt und wie blicken Sie jetzt auf das Wiedersehen am Platz, jetzt dieses Mal eben als Kontrahenten? Ja, wir haben sicherlich Kontakt zu bestimmten Anlässen dann, aber jetzt auch nicht regelmäßig immer so, dass wir uns über Spiele austauschen oder so. Das ist auch gar nicht notwendig. Jeder fährt sein eigenes Rennen auch. Fakt ist nochmal, wir kennen uns sehr gut. Wir haben sehr intensiv und erfolgreich zusammengearbeitet. Wir haben uns, glaube ich, sehr, sehr gut ergänzt.
Ist ja dann damals auch so gewesen, dass wir auch beide eine Entscheidung getroffen hatten, jeder seinen eigenen Weg nach diesen 4,5 Jahren zu gehen. Er ist dann nach Köln in die erste Liga, ich bin nach Osnabrück in die dritte Liga. Dass wir uns dann so schnell auf einer Ebene irgendwie in einem direkten Duell wiedersehen, war damals vielleicht nicht ganz so zu erwarten. Trotzdem ist es so, solche Geschichten schreibt der Fußball, das macht es ja auch dann so interessant für viele, die drauf gucken von außen, aber auch für uns beide, glaube ich. Und sollte es nicht das direkte Duell dann sein, wünsche ich ihm auch maximal Erfolg, dass er mit dem HSV dann auch seine Ziele erreicht. Nur damit kann er dann, wie gesagt, am Sonntag weitermachen und am Samstag wollen wir dann schon auch das Spiel gewinnen und die 3 Punkte hier behalten. Gibt es weitere Fragen? Ich entnehme, dass dem nicht so ist. Dann vielen Dank und bis Samstag. Ciao.